Die Empfehlung lautet eindeutig: Probiert die Aufgabe zunächst mal allein und alles andere wird sich zeigen. Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Übungsaufgabe aus dem NTG-Übungsband BQ 121, und bei der Aufgabe geht es eben um einen Überholvorgang, bei dem dann die Zeit berechnet werden soll, die benötigt wird, um diesen Überholvorgang eben abzuschließen. Und meine Skizze, oder meine, ja, Skizze ist schon das richtige Wort, wird wie immer bei allen Überholvorgängen zuallererst einmal das sogenannte VT-Diagramm sein. Das VT-Diagramm ist für mich immer die Basis, um den Bewegungsablauf so einigermaßen transparent zu machen, auch wenn es nicht wirklich immer gelingen muss. Aber hier scheint das ja ganz anschaulich zu sein. Zwar ist das in Aufgabe D erst gefordert, aber dennoch, unter A wird es bei mir jetzt eben eingesetzt werden. Also wie sieht es denn tatsächlich aus? T und V sind die beiden Parameter, die wir haben, und im Grunde ist es doch sehr überschaubar. Man kann doch sofort sagen, der LKW fährt mit 55 Kilometern pro Stunde. Naja, und irgendwann ist der Überholvorgang für PKW und LKW abgeschlossen, und richtig ist dann doch wohl, dass dann für beide die gleiche Zeit verstrichen sein sollte. So, das wäre der Weg, den der LKW zurücklegt. Naja, und wenn wir uns das jetzt auf den entsprechenden PKW anschauen, hätten wir hier unsere 90 Kilometer pro Stunde, die der PKW fahren muss, und am Ende des Tages hat er den LKW auch brav überholt. Und das Einzige, was einem so ein bisschen komisch vorkommt, ist jetzt, ja, wo soll ich jetzt was eintragen? Eigentlich ist es einfach, denn im Prinzip kann man sagen, was muss denn der PKW mehr fahren als der LKW? Und dieser Weg S ist ja verhältnismäßig schnell beschrieben, denn 10 Meter muss der PKW überwinden, um auf den LKW selbst zu kommen. Scheiße, ne, oder? So, das hat man nun davon, wenn man das Telefon nicht abschaltet. Aber nochmal anfangen, da habe ich keine Kraft. Lösung kommt allein.